Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Banished. Heute in New Mansinien, da mal letztes Mal Mansinien irgendwie, ja, nicht gerade aufwärts gebracht haben, sondern abwärts. Tut mir echt doch mal leid. Oh, wir sind richtig geil diesmal. Oh, es ist ein geiler See. Da mal letztes Mal unser Dorf ein bisschen untergehen gelassen haben, habe ich mir gedacht, jo, okay, lassen wir mal dieses Mal nochmal neu anfangen. Das habe ich auch letztes Mal gesagt gehabt. Lass mal ja neu anfangen. Und ich versuche dieses Mal das Dorf nicht untergehen zu lassen. Ich versuche es mal. Wirklich. Ungelogen. Ich baue gleich ganz viel Essen. Also so ist es nicht. Ich baue gleich hier. So viel könnt ihr gar nicht mehr zählen. Wichtig ist nur, dass ich noch dran denke, dass wir Häuser brauchen. 10x10 natürlich. Schöne Feldergröße. Und noch eins. Jetzt wollen wir mal loslegen, jetzt wollen wir erstmal die Bauarbeiter einordnen. Wir brauchen 10 Bauarbeiter, 10 Leute haben wir. Dann machen wir mal ein bisschen weniger, weil wir brauchen ja, glaube ich, schon mal die Farmer. Sonst wird das Feld ja nicht bestellt, das ist nicht gut. Und wir haben bloß Pumpkin hier, naja, lecker, herzlichen Glückwunsch. Beste Essen, was es gibt. Nur Pumpkin. Jetzt wollen wir hoffen, dass die Felder nach und nach mal fertig werden. Ach, und die Häuser natürlich. Wir brauchen natürlich ein großes Haus. So, aber bevor ich das ganz vergesse, also ja klar, wir brauchen hier noch ein Pumpkin-Ding hier. Aber bevor ich das ganz vergesse, wir brauchen nämlich hier sicherlich noch eine Erweiterung. Weil das wird nicht reichen. Wir werden so viel Zeug jetzt hier ansammeln, das werdet ihr gar nicht glauben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie groß das hier ist, dass wir ungefähr nochmal gleich normal machen. Ja, dieses Mal wirklich mal mit sehr, sehr viel Essen am Anfang. Ich hoffe mal, das wird uns reichen. Wir werden hier noch Food Limit einstellen auf so viel, bis das nächste Feld fertig ist. Das wird hoffentlich gleich sein. Hoffentlich bei 10.000 shoppen. Dann machen wir 10.000 reicht erstmal. So, neues Feld, Pumpkin, los geht's. Ja, herzlich willkommen erstmal, dass ihr wieder hier zurückgekommen seid. Ich wollte gerade ein bisschen Anno aufnehmen, aber da hat Anno gesagt gehabt, will ich nie. Scheiße, ich lasse mich nicht von dir aufnehmen. Da dachte ich mir so, danke. Dann gucken wir mal, ob die Felder noch, die Felder werden überhaupt nicht mehr bepflanzt. Doch, haben sie. Glaube ich mal, hoffe ich mal. Und diesmal denken wir auch dran, wir bohren alles nach und nach. So, die Sache ist nur, okay, wir sind hier direkt an einem Fluss angebaut. Das heißt, wir können hier später den Trade reinmachen. Also den Hafen. Den ich wüsste, wo der war. So, und unser Lager ist voll. Jetzt hoffe ich mal, dass die nicht hier drauf gehen, weil hier muss noch was weggemacht werden. Bitte konzentriert euch darauf. Das können sie ja nicht machen, weil, oh, weil sie ja keinen Platz haben. Oh, stopp. Also wir haben erstmal vier Felder, die jetzt bepflanzt sind und auch abgeerntet werden. Okay. So, jetzt ist natürlich die Sache, wir brauchen 4x6 war es, ja? Irgendwo ein Ort, wo die was hin tun können. So, und der ist komplett neu und deswegen können sie hier alles hinlegen. Ja, was ist überfüllt? Ja, alles ist überfüllt, deswegen können wir auch nicht mehr reinlegen, das weiß ich. Jungs und Mädels, deswegen habe ich ja schon was gebaut. So, und es wird auch in nächster Zeit wieder ein Livestream geben, wo meine Beste wieder dabei ist. Da könnt ihr euch jetzt schon wieder drauf freuen. Eine Weiberstimme oder Mädelstimme, nicht keine Weiberstimme, sondern Mädelstimme. Mal wieder bei mir im Livestream. Das ist ja auch was halb Neues, also was Besonderes, sagen wir es mal so. Die sollen unbedingt das Haus bauen. Guck dir das Steinding nicht an. Mann, hier soll keiner arbeiten. Stoppen. Setzt euch an das Haus. Macht das Haus fertig. Das hat hohe Priorität. Ich sehe gerade, heute kommt der Rollercoaster raus. Also, da seht ihr, wie lange der Part schon vorproduziert ist. Rollercoaster kommt heute raus. Schön, freut mich. Geil. Nice. Hey.
Oh, wir haben eine... Wo zeugen die ihre Kinder? Das möchte ich jetzt... Haben die gefickt wie die Alten? Das frage ich mich gerade. So, Potatoes. Lecker. Warum kann ich keine Potatoes anpflanzen? Aber Pumpkins. Aber ich habe keine Pumpkins, sondern nur Potatoes. Und könnt ihr mal bitte das Haus jetzt bauen? Also wir haben Loks und alles haben wir ja en masse, also ist es ja nicht. Sind das die Heiligen? Das sind die Heiligen Hirsche. Die können übers Wasser gehen. Und jetzt zu ertrinken. So, dann werden wir jetzt noch mal schnell ein Woodcutter machen und ein... Also hier ein Cutter und ein Forest Launcher. Ja, so passt es schon. Und die sollen aber erstmal das Haus hier bauen. Sonst, das kotzt mich an, wenn das Haus nie gebaut wird. Bringt das ganze Zeug her. Wir haben hier, wir haben Steine en masse hier. Okay, ganz so viele Steine haben wir auch wieder nicht. Aber 45 haben wir. Jetzt langsam geht's los. Halleluja. Und wann können die hier drüben noch die Steine abholen? Muss ich das eben wieder starten lassen? Aber 500 Pumpkins. Das sind gerade mal so gut wie ein Feld weg. Also wir haben 1.000, 2.000, ca. 1.500 und insgesamt so 3.000, wenn das alles voll ist. So ungefähr. Alter. Und endlich wird das Haus gebaut. Ha! Ist das geil. Ha, das Haus ist fertig. Ja, jetzt können wir den Rest fertig bauen. Jetzt können sie auch ficken wie die alten Säcke. Das Feld kann auch weiter gemacht werden, damit das auch weggeräumt wird. Da mal wieder einen Haufen Zeug hier. Passt schon. Jetzt können wir aber nebenbei, gucke ich nebenbei, wo der Trader eigentlich ist. Ah, hier. Trading Post. Trading of Resource with... Keine Ahnung, was für Leuten. Und das wird hier ins Wasser gebaut. Die könnten hier sagen, okay, ich baue das Ding schon mal. Und warten, bis wir das mal brauchen. Wir machen das einfach mal. Wir lassen den jetzt einfach mal bauen. Auf dem Feld werden nicht mehr so viele Leute gebraucht, deswegen geht mal bauen. Und wir haben fast 2000 Pumpkins, also ich glaube mal, das reicht. Und hier haben wir auch schon 700, also das heißt, wir haben ca. 1.700, 1.800. Das ist sehr, sehr viel. Also ich glaube mal, Essen wird jetzt nicht mehr unser Problem sein. Vielleicht irgendwann mal, dass es zu kalt wird oder sowas. Aber den Weg hier muss ich nochmal neu machen. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, das bitte alles wegreißen. Und jetzt wird es Winter. Jetzt hoffen wir mal, dass alles ordentlich ist. Wir brauchen Forester, wir brauchen noch Forge Loader. Da brauchen wir nicht mehr ganz so viele. Eigentlich auch über Winter brauchen wir keine Felder bestellen, aber lass mal so mal. Die haben ihren Spaß daran, wenn sie ihren Spaß haben, ist es alles gut. Jetzt müssen wir mal gucken, hier fehlt noch ein bisschen Stein, das kriegen sie aber auch, glaube ich, noch zusammen. Und wir sehen, wir haben so gut wie nichts mehr an Rohstoffen da. Also es ist schon sehr traurig, wie schnell jetzt eigentlich alles weggeht. So, Collected Stein, wenn man hier mal alles wegmachen, was Stein ist, wenn man mal auch alles wegmachen, was Eisen ist, natürlich auch alles wegmachen, was Holz ist. Dann werden wir uns noch vielleicht einen Hunter holen. Ja, nochmal einen Hunter gebaut und das müsste erstmal reichen. Wir könnten hier, können wir noch... eine Baumfarm hinmachen. Ich glaube, damit warte ich mal kurz, bis das Ding fertig ist. Dann können wir nämlich den Weg anschließen und dann kann man nämlich, ist das nämlich auch schon in Ordnung. Wenn man überlegt, was das für eine Logistikgeschichte eigentlich ist. Auch damals, wenn man so überlegen müsste, oh, was braucht man jetzt, was braucht man jetzt, was braucht man jetzt oder so. Ey, das muss ja schrecklich gewesen sein. Unser Trading Station wird fertig. Ich glaube, dann kann man nämlich auch die Tiere anholen. Da können wir, glaube ich, hier auch für die Tiere was machen. Gucken, 17 von 140. Alter, wird das groß gemacht. Auch richtig geil. Sieht ziemlich wohnlich aus. Hier die Toilette, hier der Wohnraum. Könnte man sich echt gut vorstellen, nochmal zu wohnen. Warum auch nicht? So, gucken wir mal. 2000 Potatoes haben wir noch hier. Pumpkins, hier haben wir noch 300. 700 Dings, hier haben wir noch 200. Also Essen ist erstmal genug. Ich glaube, damit haben wir erstmal am wenigsten Probleme. So, jetzt wird es langsam wieder grün. Jetzt müssen wir unsere Leute hier an die Felder ranholen. So, dann wird das Ding ja auch bald fertig sein. Dauert noch ein bisschen. Also kein Wunder, warum die so viel Bilder brauchen. Gut, hier brauchen sie 4, hier brauchen sie 3.
Hier, Moment. Arbeitet kein Schwein. Ja gut, ist auch gut so. Da können wir nämlich das so schnell wie möglich fertig machen. Damit wir hoffentlich dann mal Kleidung herstellen können. Aber wichtig ist auch, dass wir Iron und so irgendwann mal holen, damit wir auch diese Tools... Oh, jetzt. Stopp. Jetzt müssen wir mal gucken. Das haben wir im Inventar. Können das Ganze verkaufen. Okay. Traden. Oh, hier können wir... Was wir haben... Ach, nehmen wir mal was wir ordern. So, sagen wir jetzt einfach mal, wir wollen Pumpkins. Und zwar 500 Stück wollen wir verkaufen. So. Da steht das jetzt hier. Und wenn wir jetzt hier was machen, das heißt, wir wollen das haben oder was? Wenn wir was, wir wollen was ordern. Wir wollen was haben. Okay, wir lassen das erstmal so und schicken uns mal einen dorthin, wo ist der Trader? 6 Leute können dort arbeiten, ach du Scheiße. Ich sehe aber nicht, wo der jetzt... Trader. Wir brauchen aber keinen Trader. Hä? Wir brauchen keinen, haben nur 6 Platz. So, wir wollen jetzt zum Beispiel Textilien haben. Und das so um die 300. Wollen die immer, wenn sie anreisen? Irgendwas fehlt doch hier. Er kann nicht an diesem... Och nein, er kann nicht an diesem Platz arbeiten. Können die uns das nie früher sagen? Och, was soll denn das? Oh, jetzt... Ach, fuck, leck mich doch am Arsch. Der kann einfach nicht arbeiten. Work at disable at this location. Och, fuck. Jetzt habe ich so viel Rohstoffe umsonst rausgeworfen. Du kannst mir meine Eier lutschen, das sage ich euch. Ja, komm, reiß das scheiß Gebäude ab. Jetzt kotzt mich gerade sowas von an. Setz mal hier auf die Farmer jetzt drauf. Los geht's. Zum Glück gab es uns jetzt keine Miete oder sowas. Das war, glaube ich, das Schrecklichste. So. Aber trotzdem so ein Haufen Rohstoff hier zum Sand weggeworfen. Vorhin steht aber auch ein Stahl, dass das hier nicht funktioniert. Also so ist es ja nicht. Aber ich glaube, man, das muss dann hier runter, so an den Bach oder sowas. So, aber ehe ich dort runter laufe und expandiere oder sowas, das dauert noch ein bisschen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier die genug Essen haben. Und auch genug Kleidung. Das ist, glaube ich, noch unser größtes Problem, was wir bekommen werden. Aber ich glaube, das werden wir im nächsten Part sehen. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir noch rum. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen wollt. Oder auch nicht. Wir werden mal hier nur noch unser Lock Limit erhöhen auf 2000. Und unser Fuel Limit auf 1000. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt der, wenn es so wollt. Ciao, ciao.